Herzlich willkommen zu einem kleinen und neuen Format auf meinem Kanal. Ich mache mal einen Let's Test, habe mir einfach mal so überlegt. Ich hatte es nämlich schon länger vor, einen Let's Test mal zu machen und ja, dann habe ich mir halt Trainfever gekauft, war im Angebot. Ja, habe es mir halt gekauft. Jetzt mache ich mal schon einen Let's Test und stell das Spiel halt ein bisschen vor. Es ist eine Eigenentwicklung von Urban Games. Und kam am 5.11.2014 raus. Also es ist so eine Wirtschaftssimulation. Ich habe schon mal ein bisschen angefangen, aber ich mache ja, also ich habe mir auch, hier ist halt dieses USA-DLC, man kann auch sich dieses Nordic-DLC installieren und dann kann man da auch noch selber Einstellungen machen. Aber wir gehen mal auf einfach, dann mache ich mal. Also es gibt auch verschiedene Zeitalter. 1850 fängt man an, 1900 gibt es, 1950, ich habe schon alles durchgespielt. Ja, jetzt mache ich mal Start. So, Timer habe ich mir auch gestellt. Geht nämlich wahrscheinlich, so wie ich es im Plan hatte, halbe Stunde oder eine Stunde, ich weiß noch nicht. Muss ich mal schauen. So, ich habe auch noch nie einen letzten Test gemacht. Ja. Also, wenn das Spiel gut ist, also wenn ihr es gut findet und so, könnt ihr mir, ich verkneife immer noch das Husten, könnt ihr mir in den, also unten in die Kommentare schreiben, ob ich davon Let's Play machen soll, also weitere Folgen, das wäre schön, weil das Spiel ist eigentlich, also zuerst habe ich gedacht, boah, das ist da voll blöd wegen der ganzen Grafik und so weiter, hier überall, aber eigentlich, wenn man sich mit dem Spiel genauer befasst, da habe ich halt einen zu voreiligen Schluss erzielt und war nicht gut. Ja, dann wollte ich es noch zurückgeben, habe ich dann, also ich habe die Zurückfunktion von Steam benutzt und habe sie dann doch abgebrochen, also diese Dings da, wo ich geschickt habe, dass ich es wieder zurückschicken will, habe ich dann abgebrochen, weil ich das Spiel dann doch behalten wollte, weil ich habe dann doch gesehen, es ist gar nicht mal so schlecht. Ja. Ich mache jetzt mal einen Bahnhof mit 4 Dinger hin. Hatte ich noch nie. So, mache ich den mal hin. Perfekt. So. Okay, dann baue ich hier mal. Also es gibt auch verschiedene. Also Schienen gibt's. Man kann Güter transportieren, Personen transportieren und so weiter. Es gibt auch Kutschen. Also in diesem Zeitalter jetzt. Wohlgemerkt. So. Ich habe auch erst später mitgekriegt, dass sich hier die Städte nach und nach selber größer bauen. Also die bauen sie wirklich selber größer. Da habe ich nämlich dann zuerst immer die Straßen selber größer gebaut. Ich merke gerade, mein Hals ist ein bisschen trocken. Jetzt im letzten Test. Oh je, es wird ja lustig. So. So, man sieht auch, da ist die Geschwindigkeit bei einem roten Ding und je kurviger es ist, je langsam fährt dann der Zug darum. So, dann baue ich hier noch das Ding rum. Und ich bin ja auch ein Zugliebhaber, Zugfan. Deswegen habe ich jetzt eigentlich nur hauptsächlich Züge getestet und meistens oder manchmal, also nicht so viel, das Straßennetzwerk, das Straßensystem. Ja, so, es gibt auch viele verschiedene Züge. Zuerst hat man, glaube ich, nur Dampfloks und dann nach und nach, nach einem Jahreszeitalter, man sieht auch hier, da kann man... So, jetzt ist da ja ein Bahnübergang. Man sieht da diese Bahnschranken, also eigentlich keine Bahnschranken, sondern... Entschuldigung. Sondern diese Schilder, wo ja bedeutet Achtung Zug, also Achtung Gleise.
wenn das moderne Zeitalter da ist, dann kann man da auch Schranken auswählen. Da muss man einfach nur da draufklicken, wird angezeigt, dann kann man da Schranken auswählen. So. Bin auch ein bisschen aufgeregt. Wie gesagt, mein erstes Let's Test. So, da. So, unsere erste Strecke ist schon mal verbunden. Yay. So, man sieht auch im Hintergrund Dingenskirchen und so. Also, die Grafik ist eigentlich okay. Also, ich finde die eigentlich okay. So, okay. Dann baue ich hier jetzt mal so eine Dingenskirchen her. Da baue ich hier das Zugdepot. Und hier kann man dann eine Route auswählen, wenn man da unten drauf geht. Kann man da neue Linien machen und dann kann man den Bahnhof auswählen. Den Bahnhof auswählen, jetzt sieht man hier die Linie, hier sieht man auch die Linie. Und dann kann man natürlich einen Zug kaufen. Es gibt jetzt, also man fängt ja im Jahr 1850 an, da gibt es nur die Lok. Kann man sich dann kaufen, dann kaufe ich mir mal so drei Waggons. Und diese Lok füge ich dann der Linie 1 hinzu. So, kann man dann da oben hinziehen. Und hier gibt es auch, also das habe ich auch immer gerne. Sehe ich dann diese ganzen Haltestellen, wie viele Leute da warten. So, und dann, wenn ich hier drauf gehe, voilà. Da kommt der Zug rausgefahren. Und der fährt halt jetzt nur im Moment hin und her. So, wie schnell kann der eigentlich fahren, weiß ich nicht. So, ich kann hier auch mal die ganzen, die Seite aufrufen. Oder auch nicht aufrufen. Nee, ich lasse mich einfach überraschen. Wann die ganzen Züge kommen, weiß ich nicht. So, da hält jetzt der Zug, nimmt die ganzen Passagiere mit. Das sind ja noch keine da, weil jetzt kommt der große Punkt. Es dauert nämlich, bis die ganzen Leute hier von der Stadt, sieht man schon, da laufen ein paar rum und so, hier, bis die geblickt haben, dass es einen Bahnhof gibt. Da laufen alle zum Bahnhof und man kann, glaube ich, hier auch ja, die Landnutzung anschauen. Also, dunkelblau ist Industrie, da sieht man halt, dass es so Industrie ist. Rot bis hellrot ist Geschäft, gelb ist Freizeit und grün sind Wohngebiete. So ähnlich wie in City Skylines oder Cities in Motion. Da gibt es ja das auch und ich finde halt, dass dieses Spiel hier sich Cities in Motion sehr ähnelt. Mit den Häusern, den Leuten, wie die rumlaufen. Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob die in Cities in Motion genauso aussehen wie die hier, die Leute, aber dürfte hinkommen. So, wo ist jetzt, oh je. Ja, ein Problem gibt es halt auch, die Züge werden halt auch nach und nach schneller, je nachdem, welchen Zug man hat. Und ja, dauert halt einige Zeit, bis der angekommen ist. Da unten. Ja. So, jetzt könnte ich eigentlich mal die Dingenskirchen machen. So. Sieht man auch, hier wird alles schön aufgebaut, da laufen überall Leute rum. Wunderbar, wunderschön. So, dann kann ich jetzt eigentlich auch, um das auch mal zu zeigen, so Busdepot, also Busbahnhof hinbauen, dann noch ein Depot und noch so lauter Haltestellen. Das habe ich nämlich auch mal ausprobiert. Da habe ich auch mein System herausgefunden, wie ich es machen kann. Also am besten machen kann, dass die Kutschen nicht überall hängen bleiben und nicht so lange brauchen, bis die am Ziel sind. So, dann mache ich einfach neue Linie und mache. Und dann geht die Linie einfach. Das war. Nee, also ich mache die Linien dann immer so, dann mache ich wieder neue Linie. Das ist dann mein Anhaltspunkt, da gehe ich hier rüber.
Darüber, darüber, so rüber. Toll. Also das war jetzt nichts. Möchte ich anders haben, dann entferne ich die 2 und füge es so hinzu. Perfekt. Da hat man nämlich 2 Linien, also hier eine und dort eine und dann. Ja, passt das. So, der hellgrünen füge ich mal 3 Kutschen hinzu, der dunkelgrünen 2. Eine Postkutsche, glaube ich, hier. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Toll. Ah, egal, dann verkaufe ich halt eine wieder. So. Dann klicke ich hier überall hin, um die Fenster zu öffnen. So, muss ich erstmal überlegen, was ich alles so sagen will. So, also 2 hier dunkelgrün und dann 3 hellgrün. Das ist halt ausgeglichen ist, weil hellgrün, da ist die Strecke ja viel länger, da brauchen die Kutschen natürlich länger, um die Leute dort einzufangen, dann hinzubringen. So, da fahren auch schon die ersten Kütschchen los. In die Stadt, das sieht man auch schon, da warten schon Leute überall. Deswegen habe ich auch hier 3 hergelassen, weil dort fahren ja welche und hier bei der hellgrünen fahren ja viel, also fahren nicht viel weniger, sondern da ist die Strecke halt länger und deswegen dauert es auch länger. Deswegen habe ich dort 3 hinzugefügt. Und es sieht es auch so aus, als ob die Leute hier nur. Okay. Sieht es auch nur so aus, als ob die Kutschen hintereinander fahren. Ich glaube, das ist nicht so. Die wechseln sich auch, glaube ich, meines Wissens ab. Ich weiß es nicht ganz, aber ich glaube schon. So viel ich mal gehört habe. Ja, Autos kommen dann auch, glaube ich, im Jahr 1980, 1990 so etwa. Sieht man hier auch, da warten Leute. Es fährt der Zug hin, der macht Plus. Wie viele steigen in die Lok ein? 14 von 18, okay. Das ist halt so eine wunderschöne Wirtschaftssimulation, hab mir halt mal gedacht. Ich hol die mir mal, schaue sie mir an. Und ja. Ich finde die eigentlich gut gelungen. Da hat man auch gerade gesehen, da ist was weggegangen oder. Oder ist die Straße hin? Weiß ich gar nicht. Aber die Stadt baut sich ja, wie gesagt, selbstständig auf. Nach und nach. Wenn sie versteht. So. Hier kann man auch noch sehen, wo die ganzen. Nein, das nicht. Das hier. Nein, das nicht. Dann doch das. Oder? Ja. Hier sieht man auch. Es gibt auch verschiedene Fabriken. Fabriken. So, da gibt es zum Beispiel Holz und das kommt dahin. Und die machen. Was ist das? Güter. Die machen da Güter und die Güter gehen dann, glaube ich, hier in dieses Gewerbegebiet. Gehen dann in das Gewerbegebiet, weil hier sieht man auch, da geht nichts in die Stadt. Hier geht auch nichts in die Stadt. Da geht was in die Stadt, dort geht was in die Stadt. Da geht was rein und hier geht was rein. Und dort drüben. Mir geht da die ganze Luft aus, wenn ich so lang und so viel rede. Also ohne Pause. Immer noch aufgeregt. Mein erstes Let's Testing. So. Ich muss aber eigentlich auch nicht aufgeregt. Hier sieht man auch schon das kleine Problem, wenn man die Strecke zu gut baut. Mal kurz. Ja, wenn man die Strecke zu gut baut, dann kann es natürlich so passieren, wie man hier sieht, dass die Leute, also die Züge, vollkommen ausgelastet sind. Jetzt baue ich hier einfach mal eine zweite Strecke hin, dass. Kann man einfach so nebeneinander bauen. Funktioniert hier und dann. Hier, da. Da, wenn man es hingebaut hat und man hat es falsch gebaut oder so, dann kann man hier einfach wieder nehmen und dann anders hinbauen.
So, schaue ich aber mal, dass hier alles exacto mundo so bleibt. Also eine Sache, was sie auch nicht so gut hingekriegt haben, ist, wenn man halt mit der Kamera fährt und dann hier dieses riesige Teil versucht zu bewegen, dann fängt es an zu ruckeln. Da hapert es halt noch so ein bisschen an, ja, Performance-Einbrüchen. So, okay, wie verbinde ich das jetzt am besten? Am dümmsten? Man sieht aber, das Geschäft brummt. Unheimlich. Also hier täte ich die Strecke gerne gerade weiterbauen. Hier gerne auch, kann ich das? Jawohl. So. So. Und dann... Eine Sache gibt es, was mich immer noch stört. Jetzt sieht man hier, da hat es jetzt die Spur gewechselt. Und das finde ich halt am komischsten. Die Leute haben jetzt auch Bahngleis gewechselt. Wenn ich hier jetzt neue Strecke mache, also ich kann keine Schiene auswählen, das ist einfach nur der Bahnhof, wo ausgewählt wird, könnten die auch besser machen. Jetzt fährt hier auf der blauen die Lok, aber die sollte ja eigentlich auf der gelben fahren. Und die kann ich dann einfach hier zu hellblau wechseln und dann kann ich hier hinten ganz einfach so wie ich es am dümmsten jetzt mache. Ah, das hier habe ich eigentlich blöd gebaut. So, muss ich nochmal abreißen. Ich weiß, kostet alles Geld, aber was tut man nicht alles? So, dann... Was? Hallo? Warum soll das jetzt in zwei... Ja, viele Sachen kann man halt noch nicht verstehen, aber... Beheben tun die es hoffentlich. Jetzt geht's. Komischerweise. Okay, dann baue ich hier jetzt das Berufszentrum für die Loks hin, dass sie hier schön rein schießen können. So, okay, jetzt Hier fährt jetzt die eine Lok, die blaue, und dann fährt hier nochmal. Zack, und dann 1, 2, 3. Und die hier kurft jetzt auf der Linie gelb herum. Gelb, wenn ich es jetzt richtig gemacht habe, dürfte es passen. Und ja. Okay, es passt jetzt alles. Man kann natürlich dann auch mit Signalen arbeiten und so weiter. Geht alles. So, jetzt warten hier nur noch 79. 79, ich meine 54, nicht. Und vorher war es 49, nicht irgendwas anderes. So. Jetzt ist es nämlich ausgeglichen. Die kommen sich dann auch demnächst in den Weg. Das mal, wir sehen, die Straße hier ist neu. Ja. Züge muss man dann auch nach, glaube ich, so 40 Jahren, so lange wie die halt heben, austauschen, weil ihr Haltbarkeitsdatum abgelaufen ist. Weil nach dem bestimmten Jahr, da haben sie sich gekreuzt, nach dem bestimmten Jahr, wo die halt abgelaufen sind, werden die halt dementsprechend teurer. So, ach du meine Güte. Also, die Bahnhöfe sind eigentlich voll. Und zwar sehr voll. Oje. Ich schaue jetzt trotzdem nochmal nach, also nicht nochmal, sondern dieses Mal richtig nach Zügen. Also es gibt dann auch Elektro, also Schienen mit Oberleitungen. Train FIFA. Ich habe noch 1,44 Millionen.
In meinen anderen Städten habe ich so, glaube ich, 260 Millionen. Ja, könnte hinhauen. Züge. So, jetzt schaue ich mal im Eisenbahnlexikon nach, wann die Züge kommen, weil die fahren extrem, naja, einigermaßen langsam. Die nächste Lok kommt im Jahr 1860, also bald. Okay. Leistung 90. Tut tut, Leistung 90. Bitte anhalten. Okay, also die nächste, die kommt, hat Leistung 90, die hier hat Leistung 50. Und die neuere fährt dann 45 Stundenkammer. Statt 40. Aber die kostet, glaube ich, im Jahr auch 150 statt 120. Also die hier kostet 120, die nächste kostet 150. Was eigentlich auch nicht so teuer ist, das kann man ja noch verkraften. So. Man kann auch hier nachschauen, Finanzen, wo die Plus machen und so weiter. Ja, 1852, 1851. Also die Tage und die Monate gehen recht schnell vorbei, was auch schade ist, weil es hier keinen Tag-Nacht-Wechsel gibt. Was aber eigentlich auch gut ist, weil wenn man sich's recht überlegt mit Tag-Nacht-Wechsel und dass die Tage viel zu schnell vorbeigehen, die Monate auch und die Jahre, wenn das Spiel jetzt zum Beispiel in Echtzeit laufen würde, man fängt bei 850 an, dann ist man bei 1950 tot. Und 2000 erlebt man hier gar nicht. Ja, zum Glück haben die es so gemacht. Wäre auch schrecklich, wenn die es anders gemacht hätten. So, ich habe auch dort ein paar Mods hier installiert im Spielchen. Wo es halt andere Züge gibt oder mehr. Da sieht man auch die gelben Leutchen da, wo die überall warten. Da warten auch überall welche. Das ganze Geld kriege ich. So. La, 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 la. So, okay, was wollte ich eigentlich noch sagen? Genau. Also, ich weiß jetzt noch nicht, wie lange ich das mache. Ist halt, wie gesagt, nur ein Test. Wenn es euch, beziehungsweise dir bezieht sich ja auf euch, weil du bist ja eigentlich auch bei allen drin und mit euch meine ich dich. So, jetzt haben wir das auch mal geregelt. Ob ich davon wirklich ein Let's Play machen soll. Spaß täte es mir machen, aber ich weiß ja nicht, was sonst noch für Spiele kommen würden, die ich auch noch machen würde. Und wenn ich davon zum Beispiel. Das hier sieht auch ein bisschen komisch aus. Für der Zug fährt, es sieht irgendwie aus, als ob da. Weiß ich nicht. Als ob sich da der unteren von Schienen bewegen würde. Ja. Ich weiß halt nicht, wie viel ich dann davon Let's Play, also hoffentlich alles, aber wie viel Folgen ich dann davon mache. Ich glaube, ich war auch gerade ein bisschen zu weit weg vom Mikrofon, sehe ich aber danach, macht aber nichts. So. Ja. Ich weiß halt, wie gesagt, nicht, wie viele Folgen, wenn ich davon Let's Play machen würde. Ich dann mache. Bin schon bei der 24. Minute, also die Zeit vergeht wirklich schnell. Weil es ja extrem viel Spaß macht. So. 6 oder waren da 65,9 oder 659, weiß ich nicht. So. So. Man kann auch ganz einfach, wenn man den Bahnhof wechseln will, einfach den Bahnhof löschen. Man muss halt schauen, dass da kein Zug drauf ist, weil sonst kann man den nicht löschen. Und wenn man dann denkt, also wenn man dann da drinnen ist, man schaut die Strecken an, man löscht den Bahnhof, dann sind die Strecken weg. Viele denken, dass dann die Strecken wirklich weg sind, dass man die neu bauen muss. Muss man aber nicht, man muss einfach nur einen neuen Bahnhof hinstellen, zum Beispiel mit mehr Gleisen, wenn man das will oder vorhatte. Und dann sind die Strecken wieder da.
Also der neue Bahnhof wird dann als alter Bahnhof dort erkannt und dann einfach ersetzt in den Strecken. Hier. Ich habe nämlich gerade mit dem Finger drauf gezeigt, geht ja nicht. Hier, da wird er dann einfach ersetzt bei den Strecken, wenn man rauf geht da. So. Da gibt es auch Tram, Straße, hier gibt es Straße, Eisenbahn, alle. So. Straße macht auch sehr viel Geld. Eisenbahn macht auch sehr viel Geld. Sieht man auch, da fahren überall die Leute rum auf den Gehwegen. Mit ihren Beinen. Und das ist ein sehr häufiges Bewegungsmittel, Fortbewegungsmittel. In der Steinzeit hat man Beine benutzt. Kaum vorstellbar, weil heutzutage fährt man ja nur noch mit dem Auto irgendwo in der Gulaschzone rum und ja, es macht ja nichts. So. Man kann auch natürlich hier zum Beispiel Haltestelle, also so Fracht-Dings da hinlegen, oder? Ich glaube, das ist so ein. Hier ist so ein Ladeplatz, kann man da hinbauen. Auch zum Beispiel hier für die Züge kann man da auch so einen Ladeplatz hinbauen. Kann man zum Beispiel die ganzen Güter, die werden dann statt über die Straße mit LKW oder Zug transportiert, dass man auch Geld kriegt, weil so kriegt man ja kein Geld. Kann man zum Beispiel auch machen. Wäre eine Möglichkeit, aber mache ich dann wahrscheinlich irgendwann mal, wenn ich davon Let's Play mache. Oder ich mache es einfach jetzt, um es mal zu zeigen. Ich mache es einfach mal jetzt. Ha, was soll der Geiz? So, dann baue ich hier so eine Haltestelle hin. Dann baue ich hier drüben auch nochmal das gleiche hin. Und dann muss ich auch hier drin in der Stadt, oder? Weiß ich jetzt gar nicht. Du. La 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 la. Du. Ich weiß es gar nicht, ob ich da auch sowas hinbauen muss, aber ich glaube schon. Oder? Ja doch, ich glaube schon. Sachen springen ja nicht automatisch von dort nach dort. Doch, ich baue jetzt da einfach auch mal so ein Ding hin. Dann schraube ich hier das Haus weg. Mach hier so einen. Oh je. Oh, das wird wieder lustig. Die Lieder sind auch schön, was die hier ausgewählt haben. Oh, ich. Es ist schon schwierig hier, was Gescheites hinzuzimmern. Meistens will's nicht und dann geht's doch irgendwie. So, ich mach's einfach. Ah, ich baue es einfach hierher. So. Was? Kollision mit der Terrain-Angleichung. Oh, das gibt es doch gar nicht. Also ist die Stadt hier toll. Das gibt's doch nicht. Hallo? Hier geht's. Da nicht. Da geht's. Da nicht. Ich will jetzt lieber nichts sagen, aber ich hoffe, es wird besser gemacht. Hier geht's. Dann baue ich es einfach dahin. Ist ja egal, so. Oh je. So, dann baue ich, ist das hier das Holzlager? Ich hoffe, ja. Da sieht man auch Höhlenlinien, wo die Höhen Sachen am höchsten sind und wo am niedrigsten, wo Altar und so ist.
So, 1, 2 und dann baue ich nochmal. Also nicht bauen, sondern. Zack, warum ist dieses pink? Nein. Das kommt weg. So, perfekt. Dann baue ich hier nochmal ein Busdepot hin. Busdepot, warum sei Busdepot? Da ist so ein Tram, oder? Ist das Busdepot? Straßenfahrzeugdepot, nicht Busdepot. So, okay, dann kaufe ich mir hier ein paar Straßenfahrzeuge, Pferdekutsche. Da kommen wir mal. Ach, stimmt ja. Wieder das Problem hier. Da kann man nämlich einstellen. Holz muss ich da, glaube ich, einstellen, oder? Ja. Hier wird Holz erstellt, da muss ich hier auch Holz einstellen, zwei Dinger und dann Güter. Muss man, glaube ich, bei LKWs nicht machen, aber hier schon. So. Holz wird zur Linie 5. Hier ist auch nochmal Holz. Wird auch zur Linie 5. Und die anderen können dann, glaube ich, zur Linie Pink. So. Ich bin jetzt nicht sicher, ob das so richtig ist, was ich hier mache. Aber ich glaube schon. Sehe ich gleich. Ah, man sieht es auch. Die Produktion geht hier rein. Und dann holen halt die Kutschen das ab. Gut. Kann ich dann eigentlich auch die... So. Kann ich dann eigentlich auch hier die Sachen so einstellen, dass... Da bleiben die stehen, da wenden die, da gehen die ins Depot zurück. Linie zuweisen, weiß ich jetzt gar nicht. Ich weiß es nicht, ob man den, also ich habe es mal gesehen, man kann den so einen Befehl geben. Ach, deswegen. Straßenfahrzeug kaufen, Postkutsche, Güter. Das muss ich dann, glaube ich, auch Linie Pink zuweisen, dass die Produktion hier schneller vorangeht. Dann bringen die, glaube ich, auch Sachen dort rein. Ins Lager. Ja. Hat man gerade gesehen, jetzt bringen die auch die Sachen dort rein. Also meine ich hier zumindest. Weil wenn die Strecke zu lange braucht, um hinzukommen, das sieht man 6 Minuten, 7 Minuten, dann denken die sich einfach, warum soll man das da rein tun, wenn die per Weg schneller sind? 7 Minuten. 7 Minütchen, dann kaufe ich nochmal so eine Pferdekutsche für Güter. Und schraubt die nochmal hierher. Das sieht man ja, 5 Minuten. So, 5 Minuten hat sich gebessert. Und jetzt bringen die auch hoffentlich mehr Ware hier rein. Ja, hat man gerade gesehen. Da bringen die jetzt auch mehr Ware hier rein. Oh, da muss ich aber auch mehr hier packen. Bei Holz. Holz ist ja... glaube ich, Linie, ja, dunkelblau. So, ist es voll, das Lager? Weiß ich nicht. Okay. So. Weil somit können wir damit auch noch sehr viel Geld verdienen und dann sind wir in ein paar, weiß ich nicht, Folgen, wenn wir davon wirklich ein Let's Play machen, reich. Und können uns da schon alles bauen, was wir wollen. 1855, ich glaube 1860 kommt der nächste Zug. So etwa um den Dreh. Ach du meine Güte.
Warum warten denn da so viele Leute? Ah, da sieht man es auch. Wollen natürlich auch alle in die verschiedenen Städte gehen. Dann warte ich noch, bis der Zug hintergefahren ist. Dann schicke ich ihn kurz ins Depot und füge da noch zwei Waggons hin. Zwei weitere. Da müssen eigentlich 100 verschiedene, also 100 Leute auf einmal am Bahnhof warten, ist ja auch blöd. So, hier funktioniert auch alles. 7 Güter, 4 Holzdinger. Gut. La 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 la. Es gab auch, es gibt einen Bug bei Train Fever auf den Karten. Ich glaube, wenn man zu viel hat, kam jetzt leider bei meinen zwei Karten vor. Wenn ich zu viel gebaut habe und dann nach einem Monat Geld wegkommt, wegen den Kosten und so weiter, dann friert das Spiel kurz ein. Und nachdem es eingefroren ist, kommt es wieder und nach einem Monat friert es wieder kurz ein. Also das ist, glaube ich, nur so 4 Sekunden, 5 Sekunden etwa. Und was halt auch leider nicht sehr schön ist, mit anzusehen. Wo fährt jetzt eigentlich der andere Zug? Der hier fährt Linie Gelb. Okay, dann fährt der hier wieder Linie Blau und dann folge ich hier einfach mal Linie Blau. So. Jetzt passen da 30 statt 18 rein. Jetzt kann der Zug mehr mitführen. Genau. Gut. Perfekt. Also, es ist wirklich schön. Ich sehe gerade, ich nehme jetzt schon 37 Minuten auf. Wird wahrscheinlich doch eine Stunde, bloß ich render ja in... Wo habe ich mein Ding gebaut? Ach, da. Ich render ja meine Videos, also ich nehme sie mit 60 FPS auf und render die dann in einer sehr guten, langsamen Qualität. Also nicht langsam, sondern ich render die langsam, dass sie halt gut bleibt. Aber dass die Videos wenig groß sind. Wenig groß. Ich kann wieder perfekt Deutsch, dass sie halt nicht so groß sind. Und ich habe schon Angst davor, das Video zu rendern, weil 10 Minuten brauchen bei schnellen Bewegungen, bei Minecraft zum Beispiel, so etwa 2 Stunden. Und eine halbe Stunde dauert dann so 4,5 Stunden und ja, so viel Zeit habe ich nicht. Aber ist ja eigentlich egal. So, wie viel kann man da mitbringen? 103.000 verdienen wir schon, okay. Also, es lohnt sich. So. Lohnt sich schon definitiv. So, 4,6.000. Okay. Es macht mich so glücklich hier, Train Fever zu spielen, weil es ist, so wie Stranded Deep hat ja, glaube ich, eine angefangen und oder 5, glaube ich, und es sind jetzt definitiv, also so viel ich weiß, mehr geworden, also viel mehr, wo an dem Spiel rumbasteln. Hier war es, glaube ich, auch einer oder waren es ein paar und inzwischen sind es auch schon viele geworden. Ja. Weil es gab jetzt erste Train Fever. Warum sag ich? Ja. Ich sage eigentlich immer Train Fever. Man hört auch gerade, meine Stimme ist wieder kaputt. Ich weiß nicht, warum. Komisch. Ich müsste halt mal vor der Aufnahme so ein bisschen kräftig hüsteln, dass halt ja so sich so ein bisschen löst von den Kratzern im Hals und ja, dann geht's mir auch besser mit dem Reden. Weil manchmal mache ich so kleine Pausen und dort pegel ich halt, also nicht pegeln, sondern unterdrückt das Husten, dass ich nicht husten muss, weil ich kann mein Mikrofon ja nicht ausstellen und dann muss ich das noch nach der Aufnahme suchen und dann rausschneiden, dieses Gehuste und ja.
Deswegen. So. Ich mache dann auch gleich so in 5 Minütchen für Schluss für das Let's Play. Nein, Let's Test. Jetzt bin ich schon voll im Let's Play drin, aber das ist immer noch ein Let's Test. Ja, dann mache ich dann. Ich bin immer noch aufgeregt, ich weiß warum. Naja, ich huste mal kurz. So, jetzt geht's mir auch ein bisschen besser. Okay. Wahrscheinlich darf ich nicht dieses Husten oder Drücken, sondern muss einfach mal ein bisschen husten. Also ich huste in meinen Ärmel rein. So, ich mache dann wahrscheinlich so in 5 Minuten Schluss mit der Aufnahme und bin mal gespannt, wie es so bei euch ankommt. Ob ich es weitermachen soll, ob ich es nicht weitermachen soll, ob es gut ist, ob es nicht so gut ist und so weiter und so fort. Ja, aber wir haben schon die wichtigsten Sachen eigentlich schon. Ich wiederhole mich. Also im Satz mit den Wörtern. Wir haben eigentlich schon die wichtigsten Sachen dran gehabt, glaube ich. Die Züge, die Bahnhöfe und so weiter, wie alles funktioniert. Das Straßensystem. Wo sind die anderen? Genau hier. Hier das Zeug. Hatten wir, glaube ich, alles schon. Also, nicht glaube ich, sondern hatten wir schon. 2,95 Millionen. 3,06 Millionen. Also, das Geschäft läuft richtig gut. Da sieht man auch. Da warten 34, da warten 48, jetzt 46. 47, 48, okay. Also, es passt. So. Ich weiß auch gar nicht, was ich mir so erzählen soll, weil ich eigentlich schon das Wichtigste dran hatte. Und also die erste Stadt, wo ich angefangen habe, ging gleich bankrott. Weil ich habe das Spiel nicht gekannt, muss erst ein bisschen reinkommen und so. Und ja, ich freue mich jetzt, dass ich es kann. Da kann man zum Beispiel auch Terraforming machen. Das Gelände angleichen, da kann man verschiedene Pinselgrößen auswählen und so. Kann man es niedriger machen, höher machen, hier ausgleichen. Man hat halt verschiedene Straßen, zum Beispiel so eine. Also die Straßen hier, die drei, werden, glaube ich, nach einem Jahr, was? Tramgleis. Achso, Tramgleis gibt es auch. Die werden nach einem bestimmten Zeitalter zu solchen umgetauscht, also so zu Schnellstraßen. Gibt es ja die Sachen, da gibt es halt zum Beispiel auch großer Busbahnhof und so weiter. Tramdepot, da kann man die Straßen upgraden, wenn man will. Einfach nur raufgehen, sieht man, dann kann man da klicken, dann werden die geupgradet. Hier gibt es auch zum Beispiel das wichtigste Signale, wo man hinstellen kann, jeder weiß ja, was Signale sind. Hoffe ich. Es gibt auch zum Beispiel verschiedene große, lange Bahnhöfe. Sieht man diesen kleinen Bahnhof und dann hier dieser große. Im Gegensatz hätte ich natürlich auch bauen können, wäre aber ein bisschen übertrieben gewesen. Weiß ich ja nicht. Ist halt für die. Sieht man auch, je schwerer oder je mehr Waggons der Zug dran hat, je langsamer beschleunigt er. Wir sind nicht wieder gleich schnell. Und, was wollte ich sagen? Genau. Es kommt halt drauf an, wie viel Leute man da halt hat am Bahnhof, wie viel Betrieb und es kommt, glaube ich, auch auf die Länge von den Zügen an. Also wenn die Züge reinfahren, die sind viel zu lang, dann verschwinden, glaube ich, so 2 Waggons vorne. Lok und Waggon, man kann die so groß machen, wie man will, weiß ich nicht. Kann die zum Beispiel so groß machen, wie die Strecke lang ist, was aber eigentlich auch vollkommen sinnlos ist. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viel die machen. Wie viel Geld wir gleich einnehmen. Nehmen. Wir nehmen uns alles. 124.000, 201.000, okay.
Passt soweit. Das Nette finde ich auch, dass die Leute hier überall rumlaufen. Dann fahren die. Warum sage ich immer fahren? Dann laufen die hier überall hin. Ein neues Fahrzeug ist verfügbar. Was meinst du? Ich glaube. Genau. Passagiere 6, Passagiere 5. Gibt es auch zum Beispiel verschiedene Sachen. Irgendwann kommen dann auch mal Busse und Laster und sonstiges Zeug. Also das hier ist, glaube ich, die erste dampfbetriebener Wagen. Gebaut vom Franzosen Amédée Bollée. Fuhr dieser Dampfomnibus bereits über größere Strecken, zum Beispiel von Le Mans nach Paris. Schön zu wissen, was steht da? Pferdekutsche? Ein zweispänniges Pferdefuhrwerk mit einem einfachen zweiachsigen Wagen, okay? Eine gewöhnliche Postkutsche, welche in den frühen Jahren für den öffentlichen Verkehr verwendet wurde. Okay. Schön zu wissen. Ja. Ach ja. Aber das Beste, was mir hier an dem Spiel gefällt, deswegen habe ich es auch gekauft, ist, dass es hier halt Züge gibt und so weiter. Es ist halt, wie gesagt, eine Wirtschaftssimulation. Alles schön und gut, aber ausschlaggebende finde ich hier sind die Züge. Wenn es zum Beispiel nur Straßenfahrzeuge gegeben hätte, dann hätte ich es nicht geholt, aber Gott sei Dank gibt es Züge. Die kann man auch hier zum Beispiel umbenennen. Stift klicken, dann kann man da die Züge umbenennen und so weiter. Lustig finde ich auch, man kann hier in dem Fenster alles anklicken und so weiter. Kann man auch die Lok anklicken und so weiter. Oder Waggon. Finde ich eigentlich recht nett so. Finde ich eigentlich alles recht nett gemacht. Es ist ein nettes Spiel, es läuft einigermaßen flüssig. Je nachdem, wie groß die Karte ist und wie groß die Städte sind und das ganze Zeug. Und ja. Also wir haben jetzt mal einen schönen Eindruck hier ins Spiel bekommen. Dann würde ich jetzt einfach mal sagen, das war's mit dem Let's Test. Wenn du willst, dass es ein Let's Play wird, dass ich davon mehr Folgen mache, was mir dann auch richtig riesengroß gefallen würde, schreibt es einfach in die Kommentare oder gebt mir einen Daumen nach oben. Das sei jetzt mal zum ersten Mal einen Daumen nach oben geben. Wirklich das erste Mal. Also schreibt es halt in die Kommentare, gebt mir einen Daumen nach oben, wenn es gut ist, wenn ich es weitermachen soll. Und wir sehen uns dann wahrscheinlich bei der nächsten Folge hier von, wie soll ich es nennen? Ich nenne die Karte einfach mal, Köpfingen. Öl vergessen. Kann man hier eigentlich, nee, kann man nicht. Schade. Was? Toll. Dann mache ich einfach mal Köpfingen mit OE. Schreibweise von früher so. Speichere ich es jetzt einfach mal Köpfingen. So. Wir sehen uns dann hoffentlich, wenn du das willst, in der zweiten Folge, also im Let's Play. Von Schweinwiefer. Ich bin gespannt. Und es könnte auch sein, dass es zum Beispiel kein Let's Play wird, was auch nicht schlimm ist, weil ich habe es vorgestellt. Ich kann es ja noch privat spielen, es macht Spaß und so weiter. Ich bin halt mal gespannt. Ja, wir sehen uns dann wieder im nächsten, also in einem anderen Let's Play, in einer Folge, falls ich es mache. Falls ihr es wollt. Ja, und dann sage ich jetzt mal Tschüss. Und bis irgendwann dann mal. Tschüss.